Das hier ist meine alte Fußmatte, die ist vor meiner Hauseingangstür und heute stellt euch mal eine neue vor. Die nachher gezeigte Rannenberg Bärenfell-Fußmatte könntet ihr auf Amazon bestellen. Diese kostet rund 45 Euro. Rannenberg hat noch jede Menge andere Fußmatten im Angebot. Diese hier finde ich zum Beispiel besonders cool, weil Möpse gehen ja bekanntlich immer. Wer sich den Bären gerne mal anschauen möchte, der Link dazu steht im Textfeld unter dem Video. Ja, so schaut die Fußmatte aus, wenn ihr die geliefert bekommt. Die war natürlich noch in einem Karton drin gewesen. Und da steht es nochmal, Rannenberg and Friends, die Fußmatte, waschbar das Ganze, für drinnen und draußen. Das ist jetzt das Motiv. Hier unten gibt es nochmal so ein bisschen den Schriftzug. Farbe ist natürlich sehr, sehr gut, da gibt es gar nichts zu bemängeln. Das ist dann die Rückseite von der Matte, ganz in Schwarz. Und dann gibt es hier weitere Infos. Maße sind 50 x 70 cm. Und das Ganze ist sogar bei 40 Grad waschbar. Ich denke mal nicht, dass man die Matte schleudern kann. Aber immerhin waschbar. Jo, dann werde ich jetzt mal die Aufhängung da entfernen. Und so schaut dann die Fußmatte aus. Der sieht ein bisschen anders aus wie auf den Produktfotos, zum Beispiel bei Amazon. Hat mir da besser gefallen, aber es ist auch nicht so verkehrt. Das ist ein Chamäleon-Bär, weil jetzt ist er so knackig orange. Und wenn er jetzt so runterstreicht, hoch ist kräftiger und runter, dann verblasst das Ganze so ein bisschen. Es geht dann mehr so in die gelbe Richtung jetzt. Nichtsdestotrotz, das Motiv ist auf jeden Fall sehr, sehr toll. Hier hat er so ein Pflaster. Hier sieht man dann so die Tatzen. Da streckt er alle Viere von sich. Und hier dann der Kopf. Und da streckt er dann noch die Zunge raus. Warum habe ich mir die Matte geholt? Und zwar hier meine neue Terrassentür. Da hatte ich noch keine. Vorne ist ja die dicke Miezekatze vor der Haustür. Und wenn ich jetzt hier mal rein und raus gehe, dann kann ich jetzt immer hier schön dann... Das wäre cool, wenn ich noch so Stimmen machen würde. Wo der arme Bär meine Füße sauber machen. Ja! Wollte ich euch mal vorgestellt haben, mehr gibt es jetzt auch nicht zu zeigen. Ist halt mal eine schicke Fußmatte, die zwar etwas mehr kostet, dafür aber sehr gut verarbeitet ist, toll ausschaut und man kann sie sogar noch waschen. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal.